Guten Tag, liebe Schachfreunde, mein Name ist Eugen Grinis und in diesem Video möchte ich Ihnen eine Partie von dem genialen Schachweltmeister Sir Raoul Capablanca vorstellen. Die Partie wurde 1916 gespielt in New York. Der Gegner von Capablanca war ein starker Spieler, Janowski, einer der führenden Schachmeister seiner Zeit. Das ist eine Partie, die man kennen soll. Die Partie ist berühmt geworden wegen des überraschenden 10. Zug von Capablanca. Wollen wir uns diese Partie anschauen? D4, Springer F6, Springer F3, D5, C4, C6. Das ist slawische Verteidigung. Springer C3, Läufer F5. Die anderen spielbare Züge hier sind DC, A6, E6 und noch G6. Springer F5, Dame B3. Vielleicht etwas besser wäre CD, CD und danach Dame B3. Aber Janowski hat sofort Dame B3 gespielt. Capablanca antwortet Dame B6, schlägt den Damentausch vor. Dame schlägt B6, AB, CD. Und hier schlägt er nicht CD, sondern Springer schlägt D5 und tauscht noch die Springer. Springer D5, CD, E3, Springer C6, Läufer D2. Und in diesem Moment kommt ein brillanter Zug. Läufer D7. Läufer geht zurück. Aber der Plan von Capablanca ist, Springer A5 zu spielen, danach B5. Dafür braucht er hier Läufer D7 und Springer C4. Läufer E2. E6, Kurze Rochade, Läufer D6, Turm FC1, König E7. Der König bleibt im Zentrum, weil das Endspiel nähert sich. Läufer C3, Turm HC8. Der schwarze A-Turm drückt unangenehm auf den Bauern A2. A3. Dieser Bauernzug schafft aber einen schwachen Punkt B3. Springer A5. Springer D2. Nach Läufer schlägt A5 BA. Hätte Schwarz das Läuferpaar und eine bessere Stellung, dann dieser Bauer wird bestimmt auf B5 gehen und Schwarz steht besser. König D2, Springer D2, F5, um E4 zu verhindern, G3, B5, F3, Springer C4. Capablanca realisierte seinen Plan, den Springer auf dem starken Feld C4 zu postieren. Janowski dachte, so eine starke Figur muss weg. Aber mit welcher Figur sollte er schlagen? Er dachte nach Springer schlägt C4, BC.
Sein Läufer wäre beengt und er käme nicht zu E4. Deshalb hat er Läufer schlägt C4 gespielt. BC, E4. König F7 bereitet das Feld E7 für den Läufer im Falle von E5. E5. Vielleicht wäre es besser ED gewesen, um das Feld E5 für den Springer zu reservieren. ED, E4 und danach Springer F3 und Springer E5. Trotzdem hätte hier Schwarz bessere Chancen. E5, Läufer E7, E4. Alle weißen Steine stehen jetzt auf den schwarzen Feldern. Vielleicht wollte Weiß Dame spielen. B5. Schwarz steht besser. Er hat das Läuferpaar gegen den weißen Springer und den schlechten Läufer. Er hat die Möglichkeit, auf zwei Flügeln zu spielen, wobei er in der richtigen Moment B4 spielen kann und auch G5. König F2, Turm A4, König E3, Turm CA8. Es droht B4 mit dem Gewinn des Läufers. Turm B1, H6. Capablanca bereitet G5 vor, um den Angriff auf dem Königsflügel zu starten. Springer F3. Vielleicht besser wäre H4 gewesen, um gegen G4 zu spielen. G5. Und G5 wäre hier nicht so gut. Aber G6 war besser und dann Capablanca stand besser. Springer F3. G5. Capablanca beginnt auf beiden Flügeln zu spielen. Springer E1. Weiß glaubte, der Springer stehe besser auf G2 als auf F3 und sein König sollte besser auf F3 stehen. Turm G8. König F3. Gf. Gf und Turm A8. König G2, Turm G4. Capablanca bereitet seine beiden Türme auf G-Linie zu stellen. Turm G1, Turm AG8. Schwarz dominiert die offene G-Linie. Läufer E1. Der Läufer will auf F2, um den Turm zu schützen und den Springer von der Fesselung zu befreien. Aber es kommt ein Schlag auf der anderen Seite. B4. Capablanca opfert den Bauern, um seinen Läufer D7 entscheidend ins Spiel zu bringen. AB, Läufer A4. Es droht Läufer C2 und Läufer E4 Schach und der Springer geht verloren. Turm A1. Wenn Turm C1 hier, um dieses Feld zu decken, dann ein Schlag
Sturm schlägte vier Schach. Natürlich, wenn König schlägt f4, dann Turm schlägt g1. Nach Springer schlägt f4. Und wenn König schlägt f4, dann Läufer g5. König f3, Läufer schlägt c1. Mit der gewonnenen Stellung für Schwarz. Turm a1. Läufer c2. Läufer g3. Um den Springer zu befreien. Läufer e4 Schach. König f2. H5. Es droht h4. Zum Beispiel, wenn hier Springer e3, dann h4. Springer schlägt g4. Ein Zwischenschach. Turm schlägt g3 und fg. Und Schwarz hat hier zwei Läufer gegen Doppelbauern und den Turm. Die schwarze Stellung ist gewonnen. Turm a7 wurde gespielt. Und hier der beste Zug. Läufer schlägt g2. Turm schlägt g2. Und h4. Läufer schlägt h4. Dame, Turm g2 Schach. König f3. Turm schlägt h2. Läufer schlägt e7. Janowski hat noch eine Qualität weniger. Turm h3 Schach, König f2, Turm b3. Alle schwarzen Steine stehen auf den weißen Feldern. Deshalb sind keine Läuferabzüge gefährlich. Läufer g5 Schach, König g6, Turm e7. Turm b2 Schach, König f3 und Turm a8. Es droht Turm a3 Matt. Turm e6 Schach, König h7. Es gibt kein ewiges Schach hier. Und Weiß hat aufgegeben. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.